Ja, hallo. Schön, dass ihr wieder dabei seid zum dritten Tag meiner Serie. Wir warten auf den neuen Katalog. Und dieses Projekt ist jetzt das Projekt Sonnendruck, ein Designerpapier. Und gerade die blauen Töne gefallen mir. Es gibt ja so nochmal das Set in anderen Tönen, aber gerade das Blau gefällt mir sehr gut. Und diese Karte hier, die findet ihr auch im neuen Jahreskatalog. Das ist sozusagen, habe ich mir das abgeguckt. Und ich mache das ja eigentlich ziemlich gerne, dass ich erstmal ein paar Sachen nachbastle, die im Katalog sind. Ja, und dann habe ich festgestellt, das ist gar kein Designerpapier, was da oben drauf ist. Also ich bin alles durchgegangen und habe diese großen Blüten nicht gefunden. Und ja, dann war für mich klar, okay, die ist selbst gemacht, also mit Weiß, also embossed, dass es gut rauskommt. Und dann gibt es diesen einen Bogen, der ist richtig schön, der hat so große Motive drauf. Und auf der Rückseite ist das so, ja, aquarelliert, plakatiert, ist auch so ein bisschen Himmel, würde ich sagen. Und wenn man genau aufpasst und gut zuschneidet, dann kann man auf der Rückseite die Blumen trotzdem noch benutzen, den Teil. Das habe ich zum Beispiel eine tolle A5-Karte gemacht und den restlichen Teil, den linken Teil, den habe ich für die Karte benutzt. Also einen ganz schmalen Streifen schneiden von 9,5 Breite und dann klappt es super mit dem Papier. Ja, also den habe ich mir zugeschnitten. Das ist also 9,5 mal 13,8 und eine A6-Karte mit aus Granit. Farbkarton Granit. Ja, A6 muss ich euch das noch erklären. 10, 21 cm gefalzt bei 10,5 und 14,8 Länge. Und dann ja, geht es ans Embossen. Ihr braucht also die Stempel. Dafür habe ich mir die drei größten Blumen rausgenommen. Und natürlich Versamark und das Basic, also das Stamping Emboss Prägepulver Basic in Weiß. Und da brauche ich also ein Schmierblatt, weil ich um den Rand raus, also wie sagt man denn? Aus dem Rand raus, so rum. Aus dem Rand raus stemple. Und ja, das Prägepulver. Und ja, das ist ein bisschen schlecht, weil man es nicht sieht. Also klar, wenn ihr mehr drauf guckt in der Kamera, ist es ein bisschen schlechter, aber ich sehe es ein bisschen schimmern. Und dann gehe ich also mit dem größten, fange ich an und gehe ganz unten rechts rein in die Karte. Ich gehe diesmal nicht mit dem Buddy drüber. Da können ruhig ein paar von diesen Sprenkeln auch in der Mitte sein. Also wenn da jetzt von dem Pulver in die Mitte kommt, finde ich das nicht schlimm, weil das so, ich will nicht sagen, abgeranzt aussieht, aber es sieht eben so. Ja, es hat diesen Look und dann, ja, finde ich das nicht schlimm. So, und jetzt nehme ich das tatsächlich das Versamark-Stempelkissen und gehe über den Rand und je mehr ihr drauf drückt, umso mehr erscheint es auch am Rand. Also ihr könnt ganz schmal drüber fahren, ihr könnt aber auch richtig fest drüber gehen und richtig mit der breiten Fläche von eurem Stempelkissen. Und das ist wie bei Forrest Gump und der Pralinenschachtel, man weiß nie, was man bekommt im Endeffekt mit dieser Technik, aber das macht das Ganze ja besonders, ne? Also wenn ihr jetzt da drüber geht und einmal mehr, einmal weniger. Ja, und was euch stört, könnt ihr später dann auch noch ein bisschen abklopfen oder mit einem Pinsel drüber gehen, wenn es euch zu viel ist. Aber im Endeffekt sieht es trotzdem gut aus, wenn das so diesen Touch bekommt, diesen unperfekten Touch, so rum. So, also ich klopfe da auch zwischendrin noch ein bisschen was ab, was mir zu viel ist. Und so ist es ja auch
wenn man zu viel abklopft, dann verschwindet einiges, wenn man zu fest abklopft, so rum. Und hier ist es ausnahmsweise mal gewollt. So, und dann melde ich mich wieder. So, ich finde, es ist ganz gut geworden. Und jetzt nehme ich mir noch den Nachfüller in Anthrazit. Grau, ja, Anthrazit, und tröpfeln mir da so ein bisschen. Da braucht man gar nicht viel. Also das, selbst das war jetzt noch zu viel. Und den Wassertankpinsel und färbt mir das so richtig ein. Und dann schnicke ich das über diesen Acrylblock von den Stempeln. Und das gibt diese Spritzer. Zieht kein T-Shirt an, was teuer war. Oder ja, bringt alles außenrum in Sicherheit. Ihr habt dann alles gesprenkelt, aber der Effekt, der ist richtig, richtig cool. Und ja, das macht richtig Spaß, finde ich. Also ja, ist vielleicht auch eine Idee, mal das Ganze mit Kindern zu probieren. Allerdings können die danach renovieren. Also würde ich jetzt mal behaupten. Ja, noch schnell ein bisschen in Sicherheit gebracht, dass nichts auf das Projekt kommt. Und dann kann es schon weitergehen. Das trocknet eigentlich sehr schnell. Das ist ganz schnell getrocknet. Aber ihr seht, es wellt durch das ganze Heißluft ist es sehr gewellt. Und deswegen mache ich mir da doppelseitiges Klebeband hinten drauf und habe natürlich vergessen, dass ich das Ganze erst an den Rändern anrauen wollte. Aber festgestellt, dass es egal ist, ob man jetzt erst das doppelseitige Abreißklebeband drauf macht oder danach, ist wurscht. Vielleicht ist also so bremst es ein bisschen, dass man zu weit reingeht. Ja, also ich nehme die Schere und nehme die auseinander und gehe also mit den scharfen Kanten über die Kanten des Designerpapiers. Und da kann es ruhig ein bisschen einreißen und richtig anrauen an den Seiten. Also je mehr das auf alt gemacht aussieht, umso schöner. Ich finde es richtig cool. Und es gibt auch nochmal so einen kleinen 3D-Effekt, dass es so ein bisschen absteht und ein bisschen ein Eselsohr hat oder so. Also ja, hat einen tollen Effekt. Hier kommt ein kleiner Tipp von mir, weil da sieht es jetzt gut aus und ich habe mir so einen billigen Pinsel gekauft bei Action oder bei Aldi, keine Ahnung. Und da mache ich jetzt das ganze Pulver weg und was sonst noch an Dreck ist auf dem Tisch. Und das ist richtig gut, weil ich meistens diese krümeligen ja, Sachen ja, da kann ich nicht arbeiten. Das geht gar nicht, wenn das auf dem Tisch ist und ich dann weiterarbeiten soll. Und da habe ich mir so einen großen Pinsel angelegt. So, ja, also klar. Klebestreifen abmachen und das Ganze mittig auf die Karte kleben und nicht fallen lassen, sonst klebt es schon da, wo es nicht soll. Der Vorteil halt von diesem doppelseitigen Klebeband ist, dass es wirklich aufliegt. Also bei Tombow habe ich schon bei diesen Heißluftprojekten ja, ist es einfach nicht so fest aufgeklebt, sagen wir es mal so. So, jetzt kommen wir noch zum Spruch. Und da brauchen wir einmal Pergamentpapier. Ja, Pergament. Ich sage immer Vellum, ich weiß auch nicht warum. Und ein Stück Designerpapier. Ich habe mir hier so ein helleres genommen. Das so war es auch, denke ich, abgebildet. Und das schneide ich mir jetzt erstmal zu. Und zwar das Pergament hat eine Größe von 7 mal 2,5. Ja, da bin ich nicht im Bild. Aber ihr könnt euch ja vorstellen, wie das funktioniert, wenn man schneidet. Da habt ihr ja schon einige Bilder von mir, also Videos gesehen und auch von anderen. Ja, das hat jetzt ein bisschen mehr gehabt und da dachte ich, wegen 2 mm schneide ich das jetzt nicht zurecht. Also das kann auch ja, 2,7 sein. So, und das Designerpapier, dieser Schnipsel, der hat ein Maß von 8 cm mal 2 cm. Auch da kommt es jetzt nicht auf den Millimeter an. Ne, also das ist jedem selbst überlassen, wie er das im Endeffekt macht. So, dann habe ich die neue Farbe Orchideenlila, kann das sein? Ui. Und aus der Natur, aus dem Stempelset, die besten Wünsche, beziehungsweise ich habe festgestellt, ich brauche ein Dankeschön. Und
Und da bietet sich das manchmal an, dass wenn ich Karten doppelt mache für euch, dass dann das auch mal herhalten muss. So, also dann nehme ich mir ein Reststück und stempel das extra auf. Und die Farbe, die ist der Knaller. Also die ist noch so schön satt und so. Also das kommt richtig gut raus. Das macht richtig Spaß. Und ja, jetzt wird ausgeschnitten. Ja, wenn die Schrift jetzt ausgeschnitten ist, dann nehme ich mir die restlichen Streifen, also den Pergament und das Designerpapier zur Hand. Und ja, das Designerpapier, das kann man gleich aufkleben. Das, ja, das ist sozusagen der Hintergrund. Und da schaue ich, dass ich so ein bisschen in die Lücke von den zwei Blüten reinkomme, oberhalb von der Karte. Und dann klebe ich allerdings zuerst den Dankeschön-Spruch auf das Pergamentpapier. Und zwar ja, einfach um später den Kleber zu verstecken, ne? Das ist wieder eine Pünktchenarbeit, also da muss man wieder aufpassen, dass man nicht zu sehr drüber kommt mit dem Kleber, sonst sieht man den zu sehr. Das ist immer eine bisschen kniffligere Aufgabe. Ich mag sowas, nicht alle, ich weiß. So, also ich klebe das jetzt aufs Pergament, auch wenn man das leider in der Kamera nicht so gut sieht. Aber also ich habe es nicht auf den Tisch geklebt. Ich klebe das schon auf das Pergament. Und noch den Balken. Genau. So, und wenn ich jetzt nämlich das Pergament rumdrehe, dann sehe ich ja, wo das Weiße sozusagen ist. Und genau da klebe ich noch einmal, mache ich noch einmal den Kleber drauf. Und ja, bei Pergament hat man ja immer das Problem, dass man den Kleber durchsieht. Und mit dieser Variante kann man das Ganze umgehen. Und Pergament ist ja nicht schwer. Also das fällt euch jetzt nicht von der Karte. Da reicht wirklich das bisschen, um das Ganze festzukleben. Und auch hier haben wir dann wieder den Effekt, dass ein bisschen was absteht, was ja auch durchaus vom Rand her auch passt. Dass es so ein bisschen, ja, genau, ein bisschen absteht. Ich glaube, im Katalog war das Ganze noch mit Kordel oder mit einem Band. Das brauche ich aber nicht. Also muss nicht immer ein Band sein. Ich habe Klebepunkte jetzt mittlerweile für mich entdeckt, wie man sieht. Ich habe die, das sind die passenden zu den neuen In-Color-Farben, diese Klebepunkte. Runde Akzente, wie sie heißen. Ja, und dann nehme ich mir noch ein paar Blautöne. Und verteile die kräftig auf der Karte, hell, dunkel, klein, groß. Mehr muss es gar nicht sein. Und schon bin ich fertig mit der Karte. Die dauert ein bisschen länger durch das Einbrennen. Aber ich finde sie mega. Ich mag die Farben, ich mag den Rest. Ja, ihr könnt mir gerne mal schreiben, wie ihr das findet. Und wir sehen uns morgen wieder. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Würde mich freuen. Und ich sage Tschüss, bis morgen.